Leute, ihr seid hier bei Unique So Unique und heute werde ich... Hallo Leute, ihr seid hier bei Unique So Unique und heute werde ich über 5 Typen von Mädels reden, die vielleicht in euch verknallt sein können. Okay, ja, auf jeden Fall, let's get started. Der erste Typ wäre die Stalkerin. Die ist diejenige, die dich auf Facebook stalkt und einfach deinen jeden Schritt kopiert und studiert. Sie verfolgt dich in deinen Träumen, überall, in deinem Bett, neben deinem Bett. Ihr werdet schon sehen. Ja, also ich mach nichts, ich lese nur. Er ist einfach so süß. Oh mein Gott, was will die jetzt schon von mir? Was liest du da? Hä, was? Was liest du da? Ich lese Wirtschaftsforum. Ach. Ja. Warum? Ich interessiere mich für Wirtschaft. Okay. Ich heb's auf, einen Moment. Hier. Ich leg's einfach auf deinen Platz. Dankeschön. Bitteschön. Okay, der zweite Typ ist dieses Mädel, das immer über deinen bescheuerten Witze lacht. Ich meine ernst, sie lacht jedes Mal, egal was für ein Witz es ist, über deinen Witz. Hat sie gerade so gemacht? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, sie lacht immer, wenn du irgendwas Bescheuertes machst. Oder irgendwas Dummes sagst, was überhaupt nicht lustig ist. Sie lacht immer. Egal wie jung deine Freunde sein mögen. Jesus' Freunde waren jünger. Ist der nicht geil? Ist voll geil, Alter. Ich muss auf jeden Fall kommen. Ja, Mann, Alter, Alter, das ist so gut. Ja, als drittes gibt's dieses eine Mädchen einfach. Sie schenkt dir einfach so viel Aufmerksamkeit. Versucht dir jedes Mal zu helfen. Spielt man das C nochmal? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Ja, gib mir einfach mal deine Gitarre her. Ich zeig dir es einfach mal. Ah ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Okay, also, du spielst einfach. Beim vierten Mädel, sie checkt immer ihre Nachrichten und guckt, ob du geantwortet hast. Oder ob du in irgendeiner anderen Gruppe irgendwas geschrieben hast. Und ja, sie ist auch eine Stalkerin, aber halt nicht so schrecklich. Oh mein Gott, ich muss unbedingt auf Instagram. Der sieht aber niedlich aus. Oh mein Gott, der hat so ein cooles Foto gemacht. Mal liken. Ist das Zane oder Harry? Egal. Sieht süß aus. Fünfte Mädchen ist das. R-S-T-H-L-U-T-H. Sie behandelt dich kacke und du denkst echt, dass sie dich überhaupt nicht mag. Aber hinter den Kulissen ist sie voll in dich verliebt, verknallt, keine Ahnung. Und will dich eigentlich näher kennenlernen und will nicht mehr so ein Arschloch sein. Aber sie traut sich halt nicht, ihre wahren Gefühle zu zeigen. Hey, ich wollte mal fragen, wie es dir so geht. Was willst du jetzt schon wieder? Verpiss dich mal, du Arschloch. Ich wollte eigentlich ja nur fragen, wie es dir geht. Sei einfach leise, okay? Ich will überhaupt nicht mit dir reden. Ich bin jetzt hier. Siehst du nicht, dass ich mit meinen Freunden hier bin? Hallo, verstehst du das irgendwie nicht? Also bitte. Ja, okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum du so aggressiv bist, aber. Okay, egal. Och man, jetzt sag ich voll das Arschloch, Alter. Oh, warum bin ich immer so? Oh, ich kann es nicht fassen. Das habe ich nicht wirklich gedacht, oder Britney?
was hast du getan? Ja, doch, das hast du jetzt gerade wirklich gemacht. Wie kannst du es nur? Du magst ihn doch. Warum verhältst du dich so wie ein Arschloch? Ich kann es nicht fassen, also. Du sollst dich schämen. Ich weiß doch, Mann, was soll ich jetzt machen? Ich kann mir jetzt auch nicht per WhatsApp schreiben, so, oh, Entschuldigung für mein Verhalten. Bist du nicht dumm? Hallo Leute, danke, dass ihr zugesehen habt. Ich bin Britney. Hi Leute, danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, klickt nach oben. Und ich sehe euch dann später. Ciao! Babe, I was smitten by you. I ain't wanna fall. Don't know what to do, baby. Don't know what to do, baby. Oh, I ain't never wanna stay true. Telling you it's hard. Don't say you never knew, babe. Say you never knew, babe.